You can't touch this. You can't touch this. Hallöchen, Freunde. Cool, dass ihr am Start seid zu einer neuen Folge Valheim. Wir machen heute mal ein bisschen Deko. Ich habe es leider noch nicht geschafft, das Dach weiter zu bauen, aber heute sollte es klappen. Also vor der nächsten Folge definitiv. Aber gestern war dann doch irgendwie keine Zeit mehr so wirklich. Ich weiß auch nicht, was aktuell los ist, aber die Zeit rennt einfach so sehr. Irgendwie schon seit paar Wochen, Monaten, weiß nicht wie lange, aber die Zeit rennt einfach aktuell. Dann guckst du auf die Uhr und denkst dir so, alter Schwede, wo ist schon wieder der Tag hin? Ach, guck mal, wir haben hier sogar noch was. Hier fehlt einfach nur überall Kohle, aber Kohle haben wir ja definitiv noch vor den Kohlenmeilern liegen. Dann packen wir das mal fix rein, dass das Eisen schon mal ein bisschen schmelzen kann. Und dann machen wir mal etwas Deko und das Flachs müssen wir noch anernten. Anernten, ihr wisst schon, ernten und anbauen. Anernten, neues Wort. Also, Kohle hier vorne rein. Zack. Schade. Ich habe gerade mal versucht, ob vielleicht Steuerung-Klick geht. Also, dass man halt alles reinhaut. Das fände ich irgendwie auch noch cool, wenn das mal kommen würde. So mit einem Klick halt alles reinhauen, was geht. Passt hier noch was rein? Ich glaube, das Ding war voll, ne? Naja, geht. Geht, geht, geht. So, ich habe es letzte Folge angekündigt. Ich wollte mit euch mal die ganze Geschichte mit dem Kühlfass probieren. Rein theoretisch, nee, das nehmen wir nicht. Das soll ja auch wirklich ein Kühlfass sein. Das macht keinen Sinn. Also, was brauchen wir für das Kühlfass? Wir brauchen... Wo ist es? Kupfer und Edelholz. Also, 10 waren es, ne? 10 Kupfer. Und noch ein bisschen Edelholz, ne? Das gute Ware. Hä? Ach, weil ich so viel Eisen einstecken habe. Komm, quäl dich vor, Minjung. Jawohl. Zack, so. Dann müssten wir schon mal so ein Kühlfass bauen können. Die Sache ist, es muss halt in der Nähe stehen. Von der Schmiede, sonst wird das nichts, weil wir können das hier nicht hinstellen. Ich würde das jetzt einfach mal hier hinpacken. Ein besserer Platz fällt mir gerade nicht ein. Ach, Moment. Ach, shit, wartet mal kurz. Ah, jetzt weiß ich nicht mehr. Moment, wir müssen mal eben fix in die Einstellung. Tut mir sehr dolle leid. Ich zock halt ab und zu mal mit dem MacBook. Und sitze halt hier nicht an meinem Desktop-PC. Und ich habe auf der Mac-Maus, die ja auch absolut nicht zum Zocken geeignet ist, aber da hast du halt kein Mausrad. Und deswegen kannst du nichts abreißen. Und darum habe ich mir das auf irgendeine andere Taste gelegt, die ich jetzt nicht mehr weiß. So. Dann müssen wir als allererstes uns ein bisschen Holz besorgen und vor allem ein paar Blaubeeren. Und wir brauchen unbedingt noch Objektständer. Wie sehen denn die aus? So sehen die aus und wir brauchen Bronzenägel und auch Edelholz dafür. Bronzenägel. Edelholz haben wir einstecken, das haut hin. Das ist prinzipiell schon mal gut und normales Holz haben wir auch. So, also wir müssen das irgendwie hier dran basteln. Ich weiß nicht genau welche Höhe. Ich würde jetzt einfach mal so schätzen. Dann brauchen wir die guten Objektständer. Boah, und das leuchtet so dolle, dass man es gar nicht sieht. Dann machen wir dort einen hin. Ist das zu nah an der Wand? Ich glaube, das ist zu nah an der Wand. Doch, ich habe das Richtige weggerissen. Da einen hin. Hier einen hin. Hier. Zack. Das wären ganz schön viele. Naja, was soll's. Und vielleicht noch einen in die Mitte. Perfekt. Das passt. So, jetzt können wir Blaubeeren. Genau, Blaubeeren waren's. Die habe ich schon wieder, ne? Ich werde wahnsinnig. Darf einfach keine anderen Spiele mehr spielen. Dann packen wir das einmal hier hin. Und dann brauchen wir die Nummer 5. Zack, 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 zack. Hä? Ach, weil ich nicht getroffen habe. Ja, ist jetzt nicht perfekt rund, ne? Was soll's. Und jetzt brauchen wir das Kühlfass. Ich hoffe, dass das von der Höhe her passt. Na? Nein, jetzt habe ich zu viel Edelholz verbraucht. Ach, komm. Und das war bestimmt das Letzte. Ach, natürlich. Mann. Ärgerlich. Ich habe nämlich schon mal ein bisschen Edelholz gesammelt. Also nicht... 50 Gerstenmehl, geil. Das haut auf jeden Fall alles hier hin mit unseren Bäumchen hier vorne. Ihr seht auch, es stehen bloß noch 2.
Wir müssen unbedingt wieder welche nachpflanzen. Irgendwie ist aktuell ganz schön Edelholzmangel. Na komm. Es ist auch irgendwie jedes Mal wieder merkwürdig. Weil wie gesagt, ich zocke ja gerade ein bisschen Ikarus und mache da ein paar Tipps und Tricks Videos zu und so. Es ist immer merkwürdig. Komm, die Feder kann weg. Ich brauche... Nee, das Edelholz sollst du bitte nehmen. Ja, es ist immer merkwürdig, wenn du von so einem... aus der Ich-Perspektive Spiel wieder in so ein Spiel reinkommst. Wie viel haben wir denn jetzt? Komm, das muss reichen. Ich bin doch immer der minimalistische Typ. Ich renne dann lieber nochmal los. Ja, mal gucken. Wir müssen mal schauen, wie viele Birkensamen wir haben. Und dann müssen wir die alle mal hier hinpflanzen. Denn ich möchte mit euch auf jeden Fall eine ganze Menge an Deko und so machen. Und da brauchen wir halt für echt viele Sachen Edelholz. So, jetzt müssen wir, glaube ich, erstmal das wegreißen. Und das hinstellen. Naja, es hätte ein kleines Stückchen tiefer noch gekonnt. Aber ich finde, es sieht trotzdem schon mal aus. Geil. Da vielleicht nochmal hier eins und da eins noch hin oder so. Noch ein paar Himbeeren rein und noch was anderes. Aber prinzipiell finde ich das ganz geil. Macht jetzt natürlich die ganze Hütte nicht schöner, das eine Ding, gar keine Frage. Aber besser als nix. So, dann hauen wir erstmal die Gerste hier rein. Haben wir auf jeden Fall ordentlich was. Hier habe ich nämlich auch das Flachs reingeschmissen. Weiß nicht, wollen wir... Komm, wir bauen gleich noch... Reicht das Edelholz? Jetzt reicht es wieder nicht, ne? Nee, komm, wir bauen kein so ein Ding. Ach, Mann, jetzt bereue ich es direkt schon wieder. Das war Instant Karma. Dass ich keinen Bock hatte, mehr zu sammeln. Boah, unser Inventar ist so verdammt voll, weil wir auch so viele Pfeilarten haben. Guck mal, wir haben hier noch 80 Nadelfeile drin. Wo kommen die denn her? Gut, ja, so, zack, hier noch das bisschen Holz weg. Komm, das Edelholz packen wir gleich auch noch in die Kiste. Dann haben wir auf jeden Fall das Flachs und wir brauchen aber noch den Flug hier, Dings da, ihr wisst schon. Flug, ja. Irgendwie kam mir der Begriff gerade komisch vor, weiß auch nicht warum. Wir reparieren das nochmal schnell, machen fix in die Ebenen. Ich freue mich, dass das Intro bei euch so gut ankam. Ich hatte ein ganz paar Kommentare dazu, vielen Dank dafür. Ich werde vielleicht nochmal ein bisschen an der Animation rumbasteln. Bin dann irgendwie immer so, dass es nicht schön genug sein kann. Also, dass ich mache es fertig, finde es cool und einen Tag später gucke ich es mir an und denke mir dann, na, das könntest du noch machen, das könntest du noch machen. Naja, und dann wird es irgendwie immer mehr, was ich da vorhab. Gut, alles klar, so. Ach, ich habe noch so viel vor, ne? Also einfach generell Sachen, die ich schon so lange vor mir herschiebe. Wie zum Beispiel mal die Portale umbenennen. Wir haben nur 53 Leben, ne? Das ist nicht so geil. Aber auch das reißt es jetzt gerade nicht unbedingt raus. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass hier nicht irgendwo ein totes Kito angeflogen kommt. Das wäre scheiße. So, Flachs, zack, her damit. Schön, schön, schön. Müssen wir mal gucken. Wir müssen ja dann noch dieses Spinnrad bauen. Ich denke mal, wir können dann so langsam aber sicher wahrscheinlich schon die erste gepolsterte Rüstung basteln. Zumindest das erste Teil. Aber schön, dass es mit dem Flachs jetzt nach den Stadtschwierigkeiten den schönen verschenkten Flachs von mir, weil ich es an unserer Basis gebaut habe oder angepflanzt habe, jetzt langsam mal wieder ein bisschen vorangeht. ...37 haben wir noch im Inventar. Wir müssen dann nochmal kurz bei den anderen Feldern gucken. Aber auch da muss sich was geändert haben. Ich weiß nicht, ob es nur noch Gerste ist. Zack, ist irgendwie auch ganz komisches System, was ich hier gerade habe beim Anpflanzen. So. Ja, komm, passt. Nicht zu eng bauen. Ah, hier hätte noch eine Menge mit reingepasst, aber egal. So, hier drüben war nur Gerste, richtig? Richtig, hier haben wir Gerste. Die nehmen wir natürlich auch noch mit.
Aber ich find's cool. Ich weiß nicht, ob das vom Spiel so gemacht ist, dass in der Nähe von den Dörfern, die es hier gibt, dass da einfach nicht so viele Gegner am Start sind. Aber wir haben hier ja eigentlich immer Glück. Wäre halt auch ganz schön Mist, wenn wir jedes Mal hierher gehen. Wir wollen ja hier auch noch eine kleine Basis errichten und dann auf einmal 10 Todeskidos vorm Portal warten. Also ich bin nicht traurig drüber, aber weiß nicht, ob es einfach nur Glück ist oder ob es halt so gemacht ist. Dass das halt so ist. So. Komm, dann hauen wir hier... Oh, hier haben wir noch Gerste. Die habe ich übersehen. Dann hauen wir jetzt hier noch ein bisschen Gerste ran. Davon können wir definitiv nicht genug haben. Ich freue mich auch, wenn wir dann irgendwann mal die besten Lebensmittel mal alle gleichzeitig reinsnacken. Was da mit der Ausdauerleiste und der Lebensleiste abgehen muss, werden wir definitiv bald mal machen. Ihr wisst, ich bin da immer ein bisschen geizig, will das nur in den absoluten Notsituationen nehmen, aber mittlerweile haben wir halt auch ein Level hier im Spiel erreicht, wo wir eh bald genügend davon herstellen können und dann kann man das auch mal ein bisschen verschwenden. 31 Gerste haben wir noch. Aber Gerste war ja wirklich nur für Lebensmittel. Das Flachszeug war ja da für die gepolsterte Rüstung. Ich hoffe, ich täusche mich jetzt nicht. Wir müssen dann eh gleich mal gucken, was das Spinnrad kostet. Ob wir uns das überhaupt leisten können. Ich hoffe, ich pflanze hier nicht zu nahe. Da passt noch eins rein. Ich feiere es aber auch so ein bisschen hier, dass das nicht ganz so künstlich ist. Halt mit ein bisschen Unebenheiten und da mal ein bisschen was und da mal ein paar Felder und so. Finde ich irgendwie cool, weil mit der Hauptbasis, da haben wir natürlich alles voll mit Steinplatten gehauen. Das sieht halt schon sehr unnatürlich aus. Aber so feiere ich es definitiv auch. Vielleicht lassen wir das hier so ein bisschen naturbelassener, die Basis. Überlege ich mir noch. So, Spinnrad kostet... Ein Handwerkstisch haben wir, Eisennägel kriegen wir... Ah, 20 Edelholze. Ach, Leute. Komm, wir gucken jetzt gleich mal, dass wir ein paar Birkensamen mitnehmen. Hier haben wir schon mal Eisen. Kriege ich das hier noch rein? Jo. Ach nee, Silber war das noch. Nee, Zinn. Gut, also, wir wollten gucken. Birkensamen, haben wir noch welche? Das sieht nicht gut aus. Das sind Buchen. Das sind Kiefern. Das sind Tannen. Zwiebel, Karotte. Nö, wir haben ohne Ende Buche. Aber von dem Rest leider nichts. Komm, wir hauen uns nochmal fix aufs Ohr. Gehen noch ein bisschen Edelholz holen. Dann können wir uns das Spinnrad zusammenbasteln. Können mal gucken, ob wir da eventuell schon die ersten Flachs reinschmeißen können. Dass wir dann uns zeitnah mal die gepolsterte Rüstung bauen. Guten Morgen. Hatte ich hier was drin? Nö. Hier waren aber noch... Ach, hier habe ich die Wurzelmaske reingehauen. Hab gerade überlegt, irgendwas hast du da doch letztens reingeschmissen. Na gut, also noch ein bisschen Birke. Eine steht da hinten noch. 25 Stück brauchen wir. Aggressives Wildschwein. Aggressiver Reuling. Ja, sieht halt auch generell hier ganz schön kahl aus, ne? Da muss ein bisschen was passieren. Hat jetzt ganze 4 Edelholz gebracht. Echt jetzt? Nochmal 2, oh Gott. Wir haben doch wieder absolut gar keine Birken mehr in der Nähe. Das ist doch das Problem. Ich glaube, da hinten waren mal noch welche. Komm, wir gehen diesmal in die Richtung hier. Da steht auf jeden Fall noch eine. Aber Birkensamen sind halt... Ach, so sahen die aus. Warte mal, doch, da hatten wir noch irgendwo 3, 4 Stück. Die habe ich letztens in die Kiste geschmissen. Halt bloß natürlich nicht in die richtige, wie man mich halt kennt. Oh ja, ja. Waren das auch angepflanzte von uns? Bin mir gerade gar nicht sicher.
Ah gut, die ist halt auch ein bisschen größer. Die andere war, glaube ich, noch nicht ausgewachsen gerade. Kann das sein? Zack, her damit. Naja, obwohl, hat auch plus 4 gebracht. Und hier noch was. Boah, 25 Stück. Das ist ja eine Meisteraufgabe. Ich muss mich irgendwann mal wieder hinsetzen und hier mal straight mit dem uralten Skill durchrennen. Es kann natürlich sein, dass die hier noch nicht komplett ausgewachsen sind. Ja, und einfach mal wieder sammeln. Tut mir leid, dass das jetzt so viel Zeit kostet gerade. Aber das hatte ich so auf dem Plan, dass wir das mal machen. Wie gesagt, vor der nächsten Folge schaffe ich es definitiv ein bisschen am Dach weiterzuarbeiten. Und dann können wir mal schauen, dass wir dann nächste Folge, die wird dann am Dienstag kommen. Das, na, warum springst du denn nicht? Dass wir dann hier noch ein bisschen weiter basteln. Ich habe noch was richtig Geiles gesehen und eigentlich würde ich es gern machen. Zeig's euch gleich mal, obwohl dann wird wieder alles ein bisschen höher. Aber naja, haben wir noch normales Holz haben wir ja gerade mitgesammelt. Ich überlege, den Fußboden hier nochmal rauszureißen. Denn ich habe gesehen, man kann richtig geile Böden damit machen. Ah, jetzt snappt's gerade nicht ein. Na, so halt. So. Und der andere dann aber immer so ein bisschen versetzt. Müsste jetzt halt bloß die richtige Höhe sein, aber ihr wisst schon. Halt dann immer so. Das sieht irgendwie nochmal so ein bisschen mehr nach Parkett oder so aus. Fände ich eigentlich ziemlich geil. Müssen halt nur gucken, ob wir die irgendwie hier ordentlich rangesnappt kriegen. Ansonsten müssen wir noch eine Stufe einbauen. Wäre jetzt auch nicht so wild. Holz haben wir ja genug. Finde ich irgendwie geil. Sieht besser aus als das. Gut, genug gequatscht. Folge ist gleich schon wieder rum. Oh Mann. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall genügend Edelholz. Dann lass mich nochmal schauen. Herstellung. Spinnrad. 10 Eisennägel und Lederreste. Du hältst deine Klappe da oben. So, Eisennägel haben wir natürlich nicht mehr. Warum auch? Aber 10 Eisennägel kosten uns nur ein Eisen. Und was war es? Leder war es noch, ne? Dann hau mal fix hier die Eisennägel durch. Perfekt. Und jetzt müssten wir es doch. Jawohl. Wir müssen nur irgendwie in der Nähe von dem Handwerkstisch bleiben. Ich glaube jetzt. Oh, ne. Das passt. Okay. Ich schmeiß das jetzt auch erstmal hier in die Ecke. Wie gesagt, wir basteln das alles irgendwann mal noch schöner. Jetzt lasst uns das Ding mal angucken. Spinnrad, hinzufügen Flachs. Wir haben 16 Flachs. Und da ist es am Werkeln. Macht uns schönen Leinenzwirn draus. Geil. Auch der Sound. Gut. Gerste und so weiter haben wir eh nicht mehr. Ich würde jetzt gerne mal warten, bis das erste Leinenzwirn rauskommt, dass es uns die ganzen Rezepte freischaltet. Kann euch in der Zwischenzeit nochmal was zeigen. Da bin ich auch noch am Überlegen. Denn ich habe was gesehen, was mir fast noch besser gefällt als die Kernholzbalken hier. Und zwar eigentlich in der Mitte hier so ein verstärktes Ding. Ich mache es jetzt aber mal beispielsweise erstmal nur damit, dass wir uns also aus dem Verstärkten einmal nach oben basteln. Und dann müssen wir mal gucken, dass ich das hinkriege. Ganze halt so. Ich glaube, ihr seht schon, was ich meine. Ich glaube, ich mache es gerade falsch. Das wird mir nämlich, das wird definitiv zu groß. Oder? Warte mal kurz. Wir probieren mal ein bisschen rum. Ich glaube, nämlich so halb drin. Aber ich kriege den jetzt nicht mehr ordentlich reingesetzt. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? So ein bisschen halt das Ganze verrundlicht. Ich meine, das finde ich prinzipiell auch gar nicht so verkehrt hier. Das sieht halt irgendwie ein bisschen nach mehr aus. Als einfach nur so ein Balken gesetzt. Ich meine, das wird jetzt hier nicht schön rund, gar keine Frage. Wir haben kein Holz mehr. Aber man könnte natürlich auch
Spruch. Sowas hier in der Richtung basteln. Natürlich ein etwas schöner dann. Ach komm, gib mir das eine Holz noch. Sammel's doch auf. Zack. Ja gut, der letzte hat jetzt nicht gepasst. Aber so in der Richtung vielleicht. Und das Ganze dann dünner werdend lassen. Bisschen nach oben. Wäre auf jeden Fall auch eine Idee. Jetzt stört mich das eine Ding hier. So. Ungefähr. Ja, nimmt halt aber natürlich viel Platz weg, ne? Ich hatte das ein bisschen anders gesehen. Ich muss es mir nochmal angucken. Das war auf jeden Fall nicht so breit. Irgendwie ein bisschen dichter gebaut. Vielleicht doch besser hier reingefummelt. Beziehungsweise sind die dünner hier. Genau, die sind dünner. Wenn du den reinschmeißt, hast du mehr Platz um den Rest. Also kannst du es wahrscheinlich näher dran bauen. Ich guck's mir nochmal genau an. Aber irgendwie so in der Richtung. Weil so die normalen Kernholzbalken, das ist mir eigentlich irgendwie zu simpel. Gut, Leute, jetzt kommen die Rezepte. Wuhu. Hä? Ne, die Rezepte haben wir schon freigeschalten, ne? Aber Linesman haben wir ja definitiv noch nicht. Oder bin ich jetzt völlig besoffen? Nee, wir haben noch keinen Linesman. Ich habe ja keinen Flachs verschwendet. Ich glaube, das ging die gepolsterte Rüstung. Lass mal gucken. Doch, hier oben war sie. Na gut, wodurch haben wir die denn freigeschalten? Wir haben definitiv noch keinen Leinzwirn. Ich weiß es nicht genau. Egal. Was brauchen wir denn? Wir brauchen für den Brustpanzer 20. Für die Beinschienen auch. Und ich glaube, Helm gab's nicht, ne? Doch, Helm gab's. Aber irgendwas gab's doch nicht. Achso, Umhang gab's nicht. Genau, da brauchen wir 15 Leinzwirn für. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Wie viel haben wir denn aktuell noch drin? 8 Stück haben wir noch drin. Und 8 Stück haben wir auch schon fertig. Gut, das heißt, wir könnten das eine Ding schon basteln. Dann eventuell nächste Folge. Wir machen an der Stelle erstmal Schluss. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wie gesagt, Dienstag geht's dann weiter. Dann werden wir hier noch ein bisschen am Haus basteln und uns die erste gepolsterte Rüstung zusammenschustern. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr seid wieder am Start. Bis dahin. Macht's gut.